Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir wollen uns vor den Testfahrten noch einmal bei Ihnen melden, um Ihnen das Letzte von den Fahrzeugpräsentationen für das Jahr 2020 zu bringen. Ein paar Infos dazu. Schmidt, wir haben jetzt schon die Top-Teams gesehen, ein paar Teams aus dem Mittelfeld. Bist du zufrieden mit der Launch-Season dieses Jahr? Naja, was heißt zufrieden? Also wir konnten jetzt nicht wirklich den ganz großen Techniktrick mehr erwarten. Ja. Wenn wir mal ehrlich sind, dieses Aerodynamikreglement, das bestimmt ja die Form eines Autos, besteht schon seit 2009, auch wenn 2017 die Autos breiter wurden und dann nochmal eine Frontflügeländerung kam. Aber dieses ganze Konzept mit dem Frontflügel, wie gesagt, seit 2009, da war jetzt im, wie vielten Jahr haben wir es jetzt, im 11. oder 12. Jahr nicht mehr der ganz große Trick zu erwarten, den da irgendeiner noch im allerletzten Jahr vor der neuen Saison auspackt. Und wir müssen ja bedenken, nächstes Jahr ist extrem wichtig für die Teams. Ja. Die arbeiten jetzt schon an dem 21er Auto früher als je zuvor. Ja. Also ich glaube, man konnte erwarten, es wird viel im Detail gearbeitet, es wird kopiert von anderen und vielleicht da und dort ein neues Konzept, aber jetzt nichts Sensationelles. Ja, die Teams haben ja letztes Jahr schon angefangen mit der Entwicklung für 2021. Hatte ich denn irgendwas an irgendeinem Auto jetzt, hat da irgendwas dein Auge besonders getroffen, wo du sagst, da müssen wir nochmal genau hingucken bei den Testfahrten? Na, ich glaube, uns beiden ist ja erstmal so gegangen. Wir haben hingeschaut und haben gesagt, wo sind jetzt eigentlich die Unterschiede zum letzten Jahr? Es hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Lackierung zusammen. Die schauen natürlich alle sehr ähnlich aus. Und dann gab es sicher ein paar Dinge, die einen überrascht haben. Zum Beispiel bei Mercedes, dass sie sich in den drei Bereichen ein bisschen aus der Deckung gewagt haben, was anderes gemacht haben. Aber ich glaube, gerade Mercedes musste ein bisschen was tun, weil denen war klar, die Verfolger, also Ferrari und Red Bull, werden die gleichen Fehler, die sie letztes Jahr gemacht haben, nicht nochmal machen. Ja. Mercedes muss damit rechnen, dass Ferrari und Red Bull diesmal vom ersten Rennen an ein bisschen näher dran sind, eben Konkurrenz bieten. Ja. Deswegen mussten die sicher auch in einigen Bereichen dazulegen. Dann gibt es natürlich witzige Detaillösungen wie der Red Bull. Ich glaube, da kommen wir noch dazu mit seiner Nase. Ja. Oder auch wie der Ferrari dieses Frontflügelproblem gelöst hat. Ja, aber es ist auch ein großes Risiko für Mercedes, oder? Wenn die jetzt plötzlich neue Sachen ausprobieren. Gehen wir zum Beispiel auf die Seitenkästen ein, die sehr extrem hoch gebaut haben jetzt und ganz, ganz eng. Sie hatten ja früher auch oft Probleme mit der Kühlung. Glaubst du, die kriegen das jetzt sofort in den Griff, so eine massive Änderung da ins Auto einzubauen? Ja, fangen wir erstmal mit dem aerodynamischen Teil an. Es ist richtig, Mercedes ist bei den Seitenkästen jetzt einen neuen Weg gegangen. Wenn wir uns diese drei neuen Autos anschauen, muss ich fast sagen, der Mercedes hat die schmalsten Kühleinlässe. Also ist vorne am schmalsten, deswegen muss er hinten gar nicht mehr so weit einziehen, weil er vorne ja schon relativ schlank ist. Aber eigentlich hat Mercedes in dem Bereich ja nichts komplett Neues gemacht. Sie haben sich was abgeschaut. Ja. In diesem Fall von Red Bull. Red Bull hat damit angefangen. Die haben die Crashstruktur ein bisschen tiefer gelegt. Das ist quasi der untere Teil des Kühleinlasses und haben dadurch weiter oben ein bisschen mehr aerodynamische Freiheiten. Das hat Mercedes jetzt eben übernommen. Das ist jetzt kein wahnsinniges Risiko. Okay, es ist was anderes wie vorher. Ein Risiko wäre gewesen, wenn Ferrari jetzt plötzlich sein Auto anstellt wie der Red Bull. Das ist aber nicht geschehen. Du hast vorher gerade gesagt, hast dir ein Auto, das eins, den Mercedes von der Seite angeschaut. Ja. Ich sag, der ist flacher denn je hin. Ja, und der Kühlung und was für Innovationen siehst du noch sonst am Silberfall? Naja, wir haben von Andy Cowell, dem Motorentechnikchef, erfahren, dass die Kühlflächen intern im Auto vergrößert wurden, aber ohne irgendwie mehr Platz wegzunehmen. Also es ist kein Zentimeter verschenkt worden, weder in der Breite, Länge noch Höhe. Ja. Das Ding wirkt eher noch enger, dieser Maßanzug. Also da wurden offensichtlich vermutlich durch Verdrehung der Kühler, das sind ja heute Kunstwerke, diese Kühler, das ist nichts mehr, was rechteckig irgendwie wäre. Sündhaft teuer. Sündhaft teuer, genau. Ja. Das wird halt innen so angepasst, wie außen die Aerodynamiker die Verkleidung gerne hätten. Ja. Kommen wir mal zum Ferrari. Pompöse Vorstellung, große Gala in der Oper. Was sagst du zum Auto? Gefällt dir, was du siehst? Da ist sehr, sehr viel im Detail gemacht worden. Also Ferrari ist beim Frontflügel den Weg weitergegangen, den sie schon letztes Jahr gegangen sind, der viel kritisiert wurde, weil eben dieses Konzept zwar einen ganz guten Luftwiderstand bietet und auch hilft, die Luft an den Vorderrädern vorbeizuleiten, mehr als das Konzept von Red Bull und Mercedes. Aber wie gesagt, es bietet weniger Abtrieb und da hat Ferrari sich auf einen kleinen Trick einfallen lassen. Sie haben den Frontflügel ein bisschen weiter nach vorne gezogen. Das heißt, die Nase überdeckt den Flügel nicht mehr so. Das hängt jetzt wirklich nur noch an ein paar Millimeter Kohlefaser. Ja. Auch nichts Neues. Das macht Red Bull schon seit ewigen Zeiten so. Aber wie gesagt, man hat jetzt durch diesen kleinen Trick etwas mehr Frontflügelabtrieb gewonnen und konnte aber seinem Konzept treu bleiben. Ansonsten muss ich sagen, auch hier natürlich,
wie Binotto, Teamchef Binotto erklärt hat, es wurde alles ins Extrem geführt. Ausgangspunkt war das 2019er Auto, aber eben alles extremer. Man kann das auch im Heck sehen, das ist natürlich deutlich mehr eingezogen. Wobei wir sagen müssen, am vorderen Ende der Seitenkästen ist der Ferrari das breiteste Auto. Ja, was glaubst du, was uns beim Motor erwartet? Letztes Jahr ja viele Gerüchte um Tricksereien. Jetzt hat die FIA reagiert. Glaubst du, man sieht dieses Jahr wirklich einen Ferrari, der seinen PS-Vorteil verlieren könnte? Also sowohl bei Red Bull, Honda als auch bei Mercedes ist man sehr zuversichtlich, dass diese neue Regel, dieser zweite Durchflussmengensensor, das bewirkt, was er bewirken soll, dass eben in dem Bereich nicht mehr getrickst wird. Der Unterschied zu dem ersten Sensor, die beiden liegen ja sehr nah beieinander, ist der, beim ersten Sensor haben die Teams Zugriff drauf. Sie sehen, was die FIA misst und können eben mittels Frequenzmodifikation könnten da rein theoretisch Eingriff nehmen. Beim zweiten Sensor wissen sie überhaupt nicht, was die FIA da sieht. Ja. Das heißt also, da wird auf Frequenzen gesendet, die den Teams nicht bekannt sind. Das ist sicher mal eine gewisse Garantie, dass an der Ecke nichts mehr passiert. Es wurde ja auch beim Ölverbrauch gibt es eine neue Regel, dass es darf nicht mehr so viel Öl, da noch mal weniger Öl durch die Zylinder gedrückt werden. Ferrari hat jetzt einen komplett neuen Motor gebaut. Das hat verwundert, weil die ja eigentlich auch ohne die Tricksereien einen sehr guten Motor hatten, wenn es denn jemals gegeben hat. Aber da ist der Turbolader neu, da ist die Motorarchitektur neu, die Brennräume sind neu und auch das Airsystem. Also das ist eigentlich von Grund auf was Neues. Ja. Das zeigt, da ist sicher Druck am Kessel und die Ferrari will natürlich auf dem Gebiet seine Vorreiterrolle behalten. Ja. Aber wie wir heute gehört haben, auch Mercedes, da ist alles neu. Wirklich im siebten Jahr der Hybrid-Ära hat Mercedes einen komplett neuen Motor auf Kiel gelegt. Hier war eines der Hauptaugenmerke eben die Wärmeabfuhr. Der Motor ist jetzt ein bisschen hitzebeständiger. Das war ja sein großes Problem letztes Jahr. Also wir werden auf jeden Fall bei den Testfahrten genau einen Blick drauf werfen, auf die GPS-Daten, auch auf die Topspeed-Daten, ob sich da was in Sachen Power getan hat. Für die deutschen Fans natürlich interessant. Glaubst du, dass Sebastian Vettel jetzt ein bisschen besser damit zurechtkommt? Ich meine, du hast gesagt, vorne wurde mehr Abtrieb gefunden, aber er hat ja das Problem, dass hinten ein bisschen gefehlt hat. Ja, aber ich glaube, auch da hat Ferrari viel gemacht, wie wir auch an den Bildern gesehen haben. Also diese Leibbleche hier zwischen Vorderrad und Seitenkästen waren ja schon bisher Kunstwerke, kann man sagen. Aber was Ferrari da jetzt aufführt, ist absolut unglaublich. Auch hier muss man wieder sagen, dieser Spruch von Binotto, wir sind ins Extreme gegangen, zeigt sich auch an den Leibblechen. Sie haben also ganz vorne, der vorderste Teil, die drei vertikalen Finnen, sind höher gezogen, als es eigentlich erlaubt ist. Das war deswegen möglich, weil Ferrari das Chassis wohl ein bisschen schmaler gebaut hat, konnten dann auch enger mit den Leibblechen an Chassis gehen. Das heißt also, die Leibbleche sind gar keine Leibbleche, sondern per Definition Chassis. Mhm. Und deswegen dürfen sie auch höher bauen. Also man hat da sehr viel Arbeit investiert, was mir eigentlich sagt, man hat eben gerade diese Schwäche, dass die Strömung nach hinten irgendwo verloren gegangen ist oder zu verwirbelt war oder zu stark beeinflusst wurde, zu viele Störeinflüsse. Da hat man sich sehr darauf konzentriert. Und ich glaube, Ferrari ist ja letztes Jahr schon relativ erfolgreich den Weg gegangen, dass das Auto besser auszubalancieren ist, weil vorne wie hinten gleicher Abtrieb da ist. Also ich glaube, wenn es den Weg weitergeht, wird das sicher auch Sebastian Vettel helfen. Ja, also Dritter im Bunde ist Red Bull natürlich. Ja. War natürlich immer eine große Überraschung. Adrian Newey, da erwartet man ja immer ein bisschen mehr als bei den anderen. Ja, was sagst du zum Auto? Die Nase ist natürlich der große Hingucker. Die Nase ist der Hingucker. Die haben jetzt, glaube ich, 5 Schnorchel. Vorher war es nur einer oder dann später mal 3. Der Zweck dieser ganzen Schnorchel ist, man will diese Luft wegkriegen von der Oberseite des Frontflügels. Der Mittelteil des Frontflügels ist ja genormt, der ist bei jedem gleich. Und der wurde damals von der Überholkommission, also vor 2009, so konzipiert, dass er Auftrieb produziert, weil man hat sich gesagt, wenn das hinterherfahrende Auto da ohnehin Auftrieb hat, dann kann das nicht negativ beeinflusst werden, weil es ja ohnehin schon negativ ist. Wie gesagt, man will hier die Luft da wegsaugen von dem oberen Teil, sodass dieses Auftriebsmoment so gering wie möglich ausfällt. Das ist eigentlich der tiefere Sinn. Ansonsten auch hier sehr viel Detailarbeit. Im Heck gehen die ein bisschen anderen Weg als Mercedes und Ferrari. Sie sind also hier im oberen Bereich der Airbox relativ hoch und breit, aber dann halt unten extrem schmal. Ja. Sie haben ja auch hinten die Wastegate-Röhrchen oberhalb vom Auspuff gehabt, gelegt. Das sah man bisher noch bei keinem. Dadurch müssen sie auch die Verkleidung oben breiter bauen. Genau. Siehst du da auch richtig einen Konzeptstreit, sage ich mal, zwischen den Teams, wo sich am Ende eins durchsetzen wird? Oder glaubst du, dass am Ende ist es alles gleich? Ich glaube, was das Heck angeht, ist alles gleich. Alle sind da hinten extrem schmal. Ja. Ich sehe da eher im vorderen Bereich, wie gesagt,
Da hat man jetzt, der Trend hat sich bei allen drei abgezeichnet, dass man schon vorne sehr schmal beginnt, ja, das war früher anders, um hinten nicht so weit einziehen zu müssen. Und da hat Mercedes, ist wieder am Extremsten gegangen, das muss man sagen, noch extremer als der Red Bull, einen Schritt weiter. Also da muss man mal schauen, inwieweit das nützt. Bei Red Bull und bei Ferrari haben wir den Eindruck, dass die hinten das Auto noch stärker anstellen als vorher. Also wie gesagt, das sind jetzt wirklich unterschiedliche Konzepte und da muss man schauen, welche sich da durchsetzt. Ja, aber Red Bull auch wieder die Seitenkästen, auch die Schlitze oben und die ganzen Leitbleche drumherum, ist doch ein echter New, oder, das Auto? Absolut, also hier ist wirklich, das ist auch ästhetisch, muss man sagen, denn die Leitbleche sind sicher auch kompliziert, aber bei weitem nicht das, was Ferrari aufführt oder auch Mercedes. Es wirkt alles unheimlich elegant an diesem Red Bull, das muss man mal wirklich sagen. Ja, und was erwarten wir vom Honda-Motor? Hast du da was gehört in der Winterpause? Naja, Helmut Marko hat uns erzählt, die anderen müssen ganz schön zulegen, wenn sie immer noch einen Vorsprung haben wollen. Also das ist eine richtige Ansage. Ja. Honda hat natürlich auch wieder einen neuen Motor gebaut, bei denen hat es Tradition. Die haben das jedes Jahr gemacht in den letzten Jahren bei Ferrari und bei Mercedes ist es jetzt das erste Mal seit längerer Zeit, dass wirklich ein komplett neuer Antrieb gebaut wurde. Ja. Und deine reine Bauch-Einschätzung, wir wissen es natürlich nicht, Testfahrten kommen noch. Glaubst du, Mercedes ist dieses Jahr zu knacken? Ich glaube, sie sind zu knacken. Ja, es wird sicher das schwierigste Jahr für Mercedes. Das ist meine Meinung, weil ich glaube, dass Red Bull und Ferrari jetzt rein von der Theorie her zumindest mal am Anfang der Saison ein bisschen besser sortiert sein werden. Die werden nicht so weit wegliegen wie letztes Jahr. Meine, die ersten acht Rennen waren acht Mercedes-Siege, das wissen wir, und die anderen hatten eigentlich keine Chance. Also da, Mercedes hat ja den WM-Titel eigentlich schon in Frankreich gewonnen, bevor die anderen mal ein bisschen aufgeschlossen haben. Ja, Helmut Marko hat ja gesagt, das sollte uns dieses Jahr nicht nochmal passieren. Also wir hoffen auf jeden Fall von Spannung auf Spannung von Anfang an. Wir sind natürlich in Barcelona vor Ort. Erstmal drei Testtage, nicht vier wie sonst. Ja, unser Live-Ticker ist natürlich auch wieder am Start. Den ganzen Tag liefern wir Ihnen da Bilder, Infos, Hintergründe, wie Sie es von uns gewohnt sind. Wir haben dieses Jahr auch unseren neuen Instagram-Account natürlich am Start. Die Adresse blenden wir mal unten ein. Da finden Sie immer wieder tolle Infos, ja, Statistiken und natürlich Analysen, Videoanalysen von Michael Schmidt nach jedem Tag. Ja, also bei uns ist das ganze Programm geboten. Sie verpassen wirklich nichts. Und ja, wir melden uns dann natürlich nach den Testfahrten wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Und vielleicht sind wir dann ja ein bisschen schlauer. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.